Was ist denn hier los? Um du Arsch! Ja! Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Koopas Fun Park von Chico. Will Mario survive his visit at Koopas Fun Park? 6 erfolgreiche Versuche von 627 Gesamtversuchen. Abschlussrate 0,95%. Der Weltrekord liegt bei Ace mit 2 Minuten. Ich möchte jetzt kurz was wissen. Okay, mehr wollte ich jetzt nicht wissen. Die Abschlussrate, die Abschlusszeit 3 Minuten 24. Also da ist auch wirklich nicht irgendwo geschummelt. Okay. Ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin am Start. Timer. Wunderbar. Natürlich. Whee. Okay. Wir gehen jetzt hier mal ganz langsam lang. Brauche ich die roten Münzen? Ah, hier kommen wir runter. Dann kann ich es sehen. Ein bisschen zu riskant. Alter, was ist denn hier los? Um du Arsch! So. Ach komm. Da komme ich gar nicht runter. Bin ich doof. Oh, hier, der Kommentar, der nervt. So, schon besser. Umum ist der Parkwächter, oder? Der muss mich die ganze Zeit immer wieder angreifen. Das ist, wenn man versucht, da schnell lang zu kommen. So. Jetzt ist mir... Bum-bum, egal. Ich werde das Gefühl nicht los. Ich brauche die roten Münzen. Komme ich denn da runter? Okay. Okay. Ja. Oh shit. Hui. Yes! Oh. Gut. Jetzt haben wir ihn.
Und er hat mir nichts gebracht. Aber das hat mir was gebracht. Yay. Komm ich da rein? Nope. So. Okay, hier gibt es keinen Weg mehr zurück. Ja, nice. Oh, pick a door, pick a door. Bin kein Fan von... Such dir einen Pfad aus. Ah. Kein großer Fan, wirklich kein großer Fan. Okay. Wow. Das war mehr als knapp. So. Oh, ich dachte jetzt ernsthaft, da wäre irgendwas drin. Okay, hier sind wir safe. Okay, den warte ich ab. Das ist ein Stern, das ist ein Stern. Den Stern will ich, den... Oh, den Stern nehme ich. Okay, jetzt kann ich gucken, ist hier was? Da ist nirgendwo was. Oh, bin ich gar kein Fan von. Wow. Ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmes mehr kommt. Eigentlich hoffe ich auch einen Checkpoint, aber so wie ich das hier sehe, Pustekuchen. Das ist nicht dein Ernst, dass ich das da mir merken soll. Dir ist schon bewusst, was hier jetzt gleich passiert? Also spätestens hier hast du deine Quote her mit den einzelnen Prozent. Okay. Okay, okay, okay. Solltest aber auch irgendwie noch markierbar machen, dass da Federn rauskommen. Oder es gar sogar so machen, dass man belohnt wird, wenn man mit der Feder unten ankommt. Also oben unendlich Feder und unten kann man ja dann immer wieder zurück. Moment. Stopp. Ich möchte jetzt was ganz Spezielles wissen. Warum sollte ich jetzt den Weg nehmen, wenn ich da rechts runter kann? Ah, weil ich da rechts nicht runter kann. Okay. LOL. Ja moin, das ist ja noch einfacher.
So. Okay, das ist dann easy peasy. Exit. Hier ist aber nichts. Okay. Gut, 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 gut. Also. Kurz und knapp, es ist kein schlechtes Level. Bloß von der Schwierigkeit her würde ich sagen, hast du ein bisschen sehr hoch angesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass du, ich sag jetzt mal, ist ein bisschen nicht unfair, sondern dir zum Vorteil gemacht hast. Es ist jetzt nicht direkt ein Death Exit oder ein Death Path oder ein Death Item. Bloß, den Yoshi wirklich ganz recht zu verstecken, klar, man soll erkunden, es soll Spaß machen, dass man erkundet, aber ja, was soll ich sagen? Cool. Ich hoffe, ihr hattet jetzt noch Musik, weil irgendwie war es jetzt gerade bei mir ausgegangen. Okay. Es ist halt so nicht fair, sagen wir es mal so ausgedrückt. Ja, es ist kein unfaires Level, aber es ist halt auch nicht fair. Ja, also es ist so, wer das Level erkundet, hat Vorteile. Ganz einfach. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohaut rein. Tschüss.